Karriere im Abflugstand Graz auf der eigenen Bühne. So, Peter, heute sind genug gewechselt von den anderen Herren. Die kennen wir ja schon, ne? Der Worte und der Mikrofone sind genug gewechselt. Aber jetzt ist, glaube ich, der Herr, der jetzt spricht, ist zentral von den Mikros und das sollte Sie jetzt eigentlich alle drauf haben. Peter Baller, die meisten von uns, von Ihnen allen, kennen dich vom Namen her. Wir wissen, was du machst. Wir haben in der letzten Zeit sehr viel Lebensläufe gelesen, geliefert bekommen, geliefert. Wir beide haben vorher schon ein bisschen miteinander gesprochen. Ich glaube, das ist das relativ Einfachste, wenn du jetzt einfach einmal ein bisschen was erzählst, was dich bewegt, was dich bewegt hat, um Graz zu kommen, was du dir von der Stadt, was du dir vom Flug erwartest, einfach loslassen musst. Ja, servus. In Graz, herzlich willkommen von meiner Seite. Ich muss mich bei dem einen oder anderen Journalisten ein bisschen entschuldigen, weil einige Journalisten haben, glaube ich, 47 Mal angerufen und ich habe immer so getan, als ob ich die Nummer nicht kannte. Aber wir haben ja so uns vereinbart, dass ich heute mal ein paar Statements hier gebe. Also nochmal herzlich willkommen. Vielen Dank für die netten Worte meiner vier Partner hier, die hier oben mit mir sitzen dürfen. Mein Name ist also Peter Güvaller. Kurzes Rü, schnelles Baller. So wollen wir eigentlich auch versuchen, Fußball zu spielen. Man muss sich das so vorstellen, dass ich vor 3, 4, 5 Wochen kontaktiert worden bin von Sturm Graz. Das Schöne ist mal, wenn man kontaktiert wird, fühlt man sich natürlich auch sehr geehrt und gerade geehrt, wenn man von so einem prominenten Club auch kontaktiert wird. Dann hatten wir ein Gespräch mit einem Geschäftsführer, da habe ich schon gedacht, oh, das war viel interessant, haben uns sehr ausgetauscht. Frau Gude war für mich ein sehr, sehr guter Fußballfachmann und da haben wir sehr viele Fußballsachen besprochen, die auch ja, in dem Buch, das man vielleicht noch nicht verstanden hat, haben wir da sehr viel besprochen. Im zweiten Gespräch war schon der zweite Geschäftsführer dabei, habe ich gedacht, okay, Peter, bist auf dem richtigen Weg. Und dann in dem darauffolgenden Gespräch waren immer mehr Leute dabei und ich musste immer wieder auch was erzählen. Aber was auch ganz, ganz wichtig für mich ist, das möchte ich auch nochmal klarstellen, ich musste auch ein Gefühl für die Sache entwickeln. Also es ging jetzt nicht darum, dass ich auf den Knien rumgerutscht bin und sage, gib mir bitte den Job. Ich möchte aus Salzburg weg, so war das nicht. Ich habe auch ein Gefühl dafür entwickelt mit den Leuten und habe mich ein bisschen mit Sturm Graz beschäftigt, auch nicht so viel, weil ich möchte eigentlich diese Stadt oder diesen Club auch wirklich live erleben und nicht aus dem Internet oder aus vielen Zeitschriften oder irgendwas. Sondern ich möchte da ziemlich jungfräulich eigentlich an die Sache rangehen, weil ich muss natürlich zugestehen, dass ich den österreichischen Fußball in den letzten Jahren auch ein bisschen vernachlässigt habe. Wenn du in Deutschland lange gearbeitet hast, oder ich habe einen deutschen Vater, eine niederländische Mutter, kann die beiden Sprachen, Deutsch geht so, Niederländisch ist besser, war jetzt ein Scherz, aber okay, das stimmt schon so. Mit diesen Dingen habe ich mich eigentlich beschäftigt. So, und jetzt bin ich seit Nummer 1 in Salzburg, also bin in diesem wunderschönen Land Österreich und habe mich natürlich auch ein bisschen mit der Liga beschäftigt. Und dann als diese Gespräche kamen, muss ich einfach sagen, es war einfach interessant. Es war auch irgendwie, ich glaube, es war geil. Ich habe ein Gefühl dabei gekriegt, bei so einem guten Club zu arbeiten zu dürfen. Und bei so einem guten Club mit viel Fanpotenzial und mit vielen Ideen, die auch bei den anderen Leuten an den Tischen gesprungen sind, arbeiten zu dürfen. Und sonst denke ich, wichtig ist auch ein Platz. Hat mal ein alter Robot wieder gesagt, ich komme da aus der Gegend und so ist es auch. Ich kann jetzt hier ganz viel von Konzepten reden. Ich gehe davon aus, dass Sie mir ganz, ganz viele wichtige Fragen da stellen. Ich versuche sie kompetent mit ein bisschen Witz vielleicht auch zu beantworten und dann machen Sie Ihr eigenes Bild. Ich muss auch ein bisschen lachen, weil ich habe ein bisschen auch im Internet rumgeforstet. Von Klopp-Klon bis der Poet war alles dabei. Stimmt vielleicht von allem ein bisschen, aber einige Sachen stimmen auch nicht. Aber lassen Sie sich einfach überraschen. Ich versuche hier bei diesem geilen Club Gas zu geben und natürlich versuchen, viele Spiele zu gewinnen. Aber noch einmal richtig sauberen Platz und da kenne ich mich aus. Dankeschön. Okay. Applaus, aber nicht der beste Applaus, wenn wir jetzt geführt in der letzten Saison mit 7 Punkten vor dem Meister wird, oder? Ah, da kenne ich genau, da kann man richtig applaudieren. Der Peter hat gerade schon gesagt, er wartet jetzt auf viele interessante Fragen. Vielleicht noch vorab, bitte jetzt alle Fragen zu stellen. Im Anschluss wird es leider nicht möglich sein, einzelne Interviews zu führen. Die werden dann auch wegsehen. Also bitte jetzt alle Fragen für alle Fragen beantwortet, bitte jetzt zu stellen.
Wer möchte beginnen? Nichts zu verlieren, was hat die Frau Gitzberger wieder? Ja, danke. dann bitte. Bitte die Jugend von der ganzen Sendung. Welches Gefühl haben Sie im Dienst und was fällt Ihnen so zu sein, wie es sein Dienst oder bei Ihnen im Dienst? Ja, das Gute aus meinem Lebenslauf haben Sie ja sicherlich auch gesehen, ich habe ein paar Stationen schon gehabt und unterschiedliche Clubs gehabt. Und sicherlich die Clubs, die ich mir am meisten auch identifizieren konnte, war Borussia Dortmund und Alemannia Aachen. Das waren so Clubs natürlich, wo viel Fanpotenzial ist, wo auch viel Chaos natürlich auch ein bisschen da ist. Das ist bei großen Clubs immer so. Und da habe ich mich auch wohl gefühlt. Auch wenn ich bei dem einen Club vor gut 9 Monaten entlassen worden bin, habe ich damit trotzdem wohl gefühlt. Und dieses Gefühl habe ich wieder bekommen. Ja, und einfach wieder auch zurück auf die Profibühne zu kommen. Weil da sehe ich mich und da will ich mich durchsetzen. Und da will ich diese Mannschaft anführen mit den Protagonisten, die hier sitzen. Und wir wollen einfach wieder was zurückgeben. Ich mag es einfach in Stadien zu gehen. Also in der zweiten Liga habe ich lieber im Berliner Olympiastadion gespielt vor 40.000, als in einem anderen Stadion, wo wenig Zuschauer. Also ich habe das für mich einfach auch nochmal in Salzburg gespürt, wo ich eine andere Bühne hatte, wo ich mich natürlich auch Red Bull in Salzburg ganz herzlich bedankt, dass sie mir da auch keine Steine im Weg gelegt haben und wirklich das auch verstanden haben, warum ich gehen wollte. Und dieses Gefühl ist wieder gekommen, was ich vielleicht in der Runde nach wieder verletzt habe. Sie haben angesprochen, das Fanpotenzial von Borussia Dortmund und Alemannia Aachen. Sehr speziell, ich gesagt habe, auch in Asien und das Fanpotenzial. Werden Sie sich da, als relativ ganz ehemaliger fan-naher Trainer zu präsentieren oder glauben Sie, muss sich auch ein Verhältnis zu den Fans in der Zweitheit entwickeln? Ich muss mich mal entwickeln. Ich bin nicht der große Planer, ich bin der spontane Mensch. Aber die Fans sind in jedem Club wichtig und natürlich hier besonders auch, dass ich auch den Gesprächen vorher rausgehört und wie in den anderen Clubs auch. Ich bin eigentlich ein offener Typ, wie Sie vielleicht jetzt in den ersten 7,5 Minuten auch merken. Und ich habe eigentlich kein Problem mit. Aber das Schönste ist natürlich mit den Fans auch zusammen zu jubeln und du kannst natürlich auch jetzt hier viel Konzepte erzählen und was du gemacht hast und das und das und jenes. Wir müssen den Fußball zeigen, wir müssen die Spiele gewinnen. Und dann hast du mit Fans auch kein Problem. Wenn wir das nicht hinkriegen, dann hast du auch ein Problem, und auch als Trainer. Und deswegen wollte ich nicht so gern Probleme in meinem Leben haben möchte, ich muss nur versuchen, die erste Variante einzuspielen. Herr Kummer, haben Sie in letzter Zeit Stürme, wie das erwartet war, diese Stürme schon live gesehen? Und wie haben Sie da das Potenzial gesehen der Mannschaft? Ja, ich habe es live gesehen in Salzburg, damals im Februar. Da wusste ich ja noch nicht, dass ich jetzt hier vor Ihnen sitze. Und dann habe ich mich ein bisschen noch beschäftigt, als wir mit ein paar Gesprächern, die ersten Gespräche oder das Telefonat waren, habe ich mich noch ein paar Prozessen angeguckt und dann natürlich auch ein bisschen mehr hingeschaut. Weil ich finde das Potenzial interessant. Dass es alt oder jung ist, das ist eigentlich mir gut. Wichtig ist, dass wir gute Spieler hier ranbringen müssen. Aber bei jeder Mannschaft weiß ich auch, was ich kann. Ich weiß auch, dass ich auch die Mannschaft nach vorne bringen kann. Und es ist ein Potenzial da, sonst wären wir letztes Jahr mit Mainz geboren und dieses Jahr auch so. Herr Koster, 50 Euro. Was? 50? 50, okay. 50 Euro. Das ist aber. Das tun sie ja auch nicht gut. Aber sicherlich gibt es dann noch Veränderungen im Kader, aber das in den Bauern was zu sprechen. Wir haben schon einen Eindruck von der Mannschaft gemacht. Aber sicherlich gibt es auch österreichische Trainer, die wahrscheinlich die Bundesliga viel besser kennen. Aber das ist ja das Schöne daran. Ich kann viel arbeiten, ich kann gut arbeiten, ich habe Bock auf Trainer sein, da habe ich richtig Lust drauf. Und ich werde die österreichische erste und zweite Liga jetzt immer mit ins Bett nehmen und werde mich sehr informieren und ab heute noch mehr als gut. Danke, Konrad. Sie sind die Player und Spieler, wie die Dinge aussehen. Schauen wir mal. Es ist einfach wichtig, dass es passt. Du als Trainer kannst natürlich auch immer diktatorisch irgendwas sagen, das möchte ich gar nicht, sondern ich möchte auch die Idee von Paul anhören, das haben wir ja schon gemacht. Und jetzt geht es einfach zum zweiten Schritt, da kann ich hier schlecht irgendwie den Namen sagen, ich habe jetzt eigentlich auch keine Lust drauf.
und versuchen ihnen seriöse Antworten zu geben. Aber wir haben ein paar Ideen. Wichtig ist, dass wir absolut loyal zusammenstehen, weil wichtig heutzutage ist, glaube ich, im Jahr 2012, der Trainer ist wichtig, aber das Trainerteam ist sicher wichtiger. Das ist so ein interessanter Job geworden, nicht nur was Medienpräsenz angeht, was ich jetzt hier sehe oder andere Sachen, aber was in den Trainingswissenschaften noch nicht so fast passiert, das kannst du heute nicht mal als Trainer allein bewirken. Das ist keine One-Man-Show. Ich stehe auch nicht für eine One-Man-Show. Also wir haben zwei Ideen, die wir jetzt austauschen, wenn wir mal jemanden voll Zug melden. Ich muss zwar mit der Seite ernsthaft, wie kann ich sagen, am Ende war ja das Job irgendein Problem, wenn unser größter Konkurrent dann in Ihrem Team sein soll? Nö, sehr dringend ein Problem. Ich habe gerade mal einen Job die Hand gegeben, kannte ihn vorher nicht, kannte ihn nur als Fußballer. Und haben uns gerade ganz kurz ausgetauscht. Der erste Eindruck war ein sehr sympathischer, netter Mensch, der den Job auch haben wollte, dann ist es halt so, aber ich mache da kein Problem. Das ist einfach, dass du das in einem Gespräch unter Männern ganz schnell so reinigst, wenn da irgendwas von einem so ist, aber das glaube ich nicht. Da verlasse ich mich auch wieder auf die Protagonisten hier neben mir. Und Markus Schopp, das war ein herausragender Fußballer, aber ich sage nur mal Trainer, und ich war kein herausragender Fußballer, aber bin schon ganz lange im Trainergeschäft. Also ich glaube, dass ich mit Ex-Profis auch mal sehr, sehr gut zusammengearbeitet habe, weil ich komme halt von einer anderen Schiene und sie kommen von einer anderen Schiene. Und dann befruchtest du dich doch. Und wichtig ist, dass wir Spaß zusammen haben, wichtig ist, dass wir Erfolg zusammen haben. Und da profitiert ja auch der Club. Ob hier Peter Waller erfolgreich ist, Markus Schopp, das interessiert ja keinen. Ich muss erfolgreich sein. Und das ist das Wichtigste am Team. So sind Sie zu Salzburg in die Legendarie gegangen. Ich wurde im September in Aachen entlassen und dann war mir klar, ich hatte ein, zwei Anfragen aus Deutschland, weil ich wollte nicht 2011 mehr arbeiten als Trainer. Und ich brauchte mal diese drei, vier Monate und ich war im 17. Lebensjahr nicht Trainer und dann immer unterbrochen. Und dann bin ich ein bisschen nach Afrika, so meine zweite Heimat geflogen, ein bisschen durch Australien getrennt und habe mir ein paar Gedanken gemacht. Und dann kam halt Red Bull Salzburg und ich fand es eine interessante Aufgabe. Ich finde Red Bull einfach ein interessantes Projekt. Muss ich auch zugeben, weil es auch für eine Internationalität steht und ich war sehr neugierig. Und natürlich diese Mannschaft, die sie mir nachher angeboten haben, ist halt auch so ein bisschen mein Spezialgebiet. Aber klar, wenn du dann die ersten Wochen oder die ersten Monate dort arbeitest, mir hat das Stadion mehr gefehlt, als ich mir selber zugestanden habe. Und darum wollte ich jetzt wirklich starten. Aber es hat nichts mit der Salzburg zu tun, sondern ich habe da auch gerne gearbeitet mit tollen Talenten, mit tollen Jungs, die sehr traurig waren letzte Woche. Aber die werden auch vielleicht der eine oder andere wird sich auch freuen, dass ich hier bin. Aber diese Chance, in ein Stadion zu gehen und dann auch in einem der geilsten Stadien in Österreich, freue mich. Ich spiele aus. Kürze 2 Tage, genau. Waren wir ein Arbeitsanschlag von 15 Minuten persönlich? Jetzt braucht es ein neues Trainerteam, aus der Mannschaft auch Wege aus. Das heißt, Sie werden quasi sofort anfangen. Nein, also ich habe noch 3 Spiele in der Regionalliga West. Wir haben noch ein Spiel, Sonntag noch ein Spiel und Freitag ein Spiel. Aber auf meinem Handy sind jetzt viele Grazer Nummern auch drauf. Also wir sind dann halt auch telefonisch immer wieder in Kontakt getreten. Am Samstag mache ich das Training in Salzburg ein bisschen früher, war dann wieder Stadt, die Sie kennen, in der Steiermark. Ich habe jetzt natürlich jeden Tag bei Paul immer wieder in Beziehung treten und dann einfach versuchen verschiedene Dinge anzusprechen. Ich habe jetzt nächste Woche Freitag, 25. Mai, um Job auch in der Tour zu erledigen. Und dann werde ich auch gewissen nach und werde mich da sauer verabschieden und versuchen aus den 3 Spielen, die wir jetzt noch haben, die wir uns auch mal ein Buch holen. Das bin ich Ihnen schuld. Tschüss, morgen, wenn du das gehst, um Klaus zu morgen entscheiden. Bitte? Was Sie morgen entscheiden, ist mir nö, aber ich habe einen Trainer und für mich. Das kriegen wir auch ohne mich hin. Ja, jetzt aber. Können Sie Ihre Ziele für die nächste Saison vielleicht ein bisschen konkreter formulieren? Sie kommen zu einer Mannschaft, die Meister war, ein Jahr darauf, das sportliche Ziel klar verfehlt hat. Mit Spaß vor dem geilen Publikum Fußball zu spielen, ist ein wenig allgemein. Dann müssen wir die Pressekonferenz auf 3 Stunden legen, wenn ich jetzt ganz konkret werde. Konkret ist sicherlich für den europäischen Wettbewerb zu qualifizieren und natürlich auch oben mitzuspielen. Ich kann ja immer nur das sagen, was ich jetzt in der Kürze der Zeit auch sagen kann. Versuchen viele Siege reinzuholen.
guten Fußball zu präsentieren. Ein bisschen das Methode für die Abwehrlinie vielleicht ein bisschen 10, 15 Meter nach vorne setzen, offensiver zu verteidigen, dann offensiver zu spielen, ab und zu mal risikofreudiger zu spielen. Das hat aber nichts mit dem Verein zu tun und SK Usingamo Sturm Graz, sondern es hat letztendlich auch mit meiner Idee vom Fußball zu tun. Und ich wurde natürlich auch angesprochen, die Verantwortlichen hier in diesem Club natürlich auch eine Idee von einem Trainer haben wollten. Aber die konkrete Ziele ist dann halt knapp oben mitspielen, oben mitspielen und die dann wieder interessieren. Und versuchen, dass die Fans aufstehen, dass die Leute begeistert sind. Das ist sozusagen die Gegenphilosophie, ist, und manche Trainer sagen, ich wünsche mit der Mannschaft, die hier ist. Ich glaube, dass ich das Maximum erreiche. Passt diese Mannschaft, die Idee, die wir zur Verfügung haben, für jene Idee, die schließt, die alle formuliert haben? Ja, ich glaube schon. Es ist ja nicht so, wissen Sie, was ich auch gelesen habe, ja, Offensivfußball, ja, das ist Offensivfußball. Das ist auch eine Interpretationssache. Ich versuche natürlich viel Tore zu schießen, aber trotzdem kannst du das natürlich auch machen, auch wenn du defensiv auch gut stehst. Ne? Restverteidigung ist ein sauber geworden. Und Sie vielleicht werden auch den einen oder anderen wiederholen oder auch ein bisschen investieren, aber ich kenne auch aus meiner Trainererfahrung einfach, dass man viel auch aus Training was machen kann. Weil sonst braucht man ja keinen Trainer, wenn man nichts verändern kann. Und ich versuche viel im Training halt meine Ideen rüber zu transportieren. Und wenn ich dann doch merke, okay, vielleicht geht das doch nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe, dann kann ich natürlich da auch mich selber ein bisschen manipulieren und auch gucken, die Qualität der Mannschaft. Weil es wird nicht so sein, dass wir 100 von 7 reinstellen und ein paar lange Bälle spielen, ein paar Standards rausholen und dann versuchen, irgendwie aus Zufall ein Tor zu machen. Da können wir nicht auch festen Arbeit machen. Sind das Training angesprochen? Hüftläufe, Krafttraining und Waldläufe, das ist Trainer nicht. Ja, das kann man auch nicht so beantworten. Also Krafttraining finde ich schon wichtig. Aber ich mache da, also was ich mache im Training, ist halt viel Fußballtraining, ist halt viel Spielfreude und viel mit dem Ball. Wir spielen ja am Samstag oder Sonntag auch 11 gegen 11 mit dem Ball. Also ich habe einfach im Jahre. Also im Laufe meiner Trainerjahre immer so gemerkt, dass doch weniger mehr ist. Also wir Trainer machen uns unheimlich viele Gedanken, wenn wir das und dies und jenes. Aber ich habe mich unheimlich fokussiert auf Fußballtraining. Also sehr viel mit Spielformen, sehr viel 8 gegen 8 und das ist auch 4 gegen 4. Und da, ich glaube, die guten Trainer oder die erfolgreichen Trainer, das Detail ist letztendlich dann auch das spezifische Coaching dann auch in den Trainingsanheiten. Und so arbeite ich eigentlich in den letzten Jahren. Aber auch Training oder andere Sachen zu machen, ist sicherlich auch wichtig, wenn man das so als Überschrift setzen kann. Bin ich sicherlich kein Trainer, der in den Ball geht. Ich habe immer gesagt, im Ball kann man Pilze sammeln und gute Fußballspieler kann man ein gutes Fußballtraining heranrichten. Also, aber das ist nur so eine grobe Überschrift. Das gehören viele Sachen dazu. Darum ist ja dieser Job auch sehr interessant. Haben Sie noch eine Frage an den anderen vier? Der erste Eindruck, wirken Sie selbstbewusst, eloquent, Paul Durowatz, das doch gerade für Sie nicht unerfolgreich im österreichischen Fußball, hat hier nach einiger Zeit auch gesagt, es war manches ein wenig anders als erwartet, was vom Interesse der Medien, der Fans und vielleicht auch sonst einiges. Kann es passieren, dass Sie jetzt in einer ersten Liga, wo Sie doch noch nicht so viel Erfahrung haben, oder auch von manchen Dingen überrascht werden? Das kann auch passieren. Also das Gute noch einmal, was ich mitbringen kann, ist einfach eine große Trainererfahrung als Trainer. Aber ich weiß natürlich auch im Profifußball, das habe ich natürlich letztes Jahr 16 Monate auch live erlebt, dass du als Trainer im Profibereich noch ganz viele andere Sachen auch gebrauchen musst. Ja, das sind natürlich auch, wenn du mit älteren Spielern arbeitest, ist es jetzt nicht immer ein ganz großer Unterschied zu jüngeren Spielern, aber ein bisschen schon. Und ich weiß natürlich, und das ist das Gute vielleicht auch für mich, ich gehe jetzt ziemlich jungfräulich hier hin. Also ich weiß nicht, wer mit wem da befreundet ist und wer mit dem da befreundet ist und wer mit dem dies und wer mit dem das. Und ich weiß aber auch, wenn du zwei, drei Mal vielleicht verlieren solltest, dann muss man ein bisschen gefreut werden. Jetzt man ein bisschen mehr und dann wird im Club vielleicht ein bisschen zu viel. Noch ein bisschen mehr, weil natürlich auch unheimlich viel Potenzial in dieser Stadt ist. Und dieser Club natürlich auch 365 Tage immer wieder Gesprächsstoff in den Kneipen, in den Boutiquen, in der Stadt immer ist. Ich weiß nicht, ob es mich dann überrascht, weil ich habe es ja letztes Jahr in Aachen miterlebt. Das ist eine ähnliche Idee war da auch dahinter. Für mich auch in den Sachen, was wir mit Sturm Graz eigentlich erzählen wollten, ist auch ein bisschen in Aachen wiedergefunden.
Aber sicherlich, es kann sein, dass mich irgendwas auch überrascht. Vielleicht überrasche ich Sie ja auch. Ja, was Dominik in Ballkuder ganz erwähnt hat, dass er jahrelang in der ÖFB zum Trainer gibt, der aktuell kaum einen Trainer in der Bundesliga, selbst in der Regionalliga, der nicht die A-Lizenz oder die Euro-UEFA-Pro-Lizenz aufnehmen musste, erfüllt kein österreichischer Trainer die Kriterien, die sie erforderlich sind für den SK-Sturm. Die Frage habe ich schon vorweg beantworten wollen und musste kommen, logisch. Zum einen, zum zweiten liegen oft Erwartungshaltung und Realität etwas weit auseinander. Zum einen und zum dritten gibt es schon so viele Vorreiten, was das neue Trainerteam betreffen wird. Und auch die Spieler, die wir schon lange vorher durchgesprochen haben, dass wir dort auch darauf Rücksicht nehmen werden. Dass das Trainerteam auch jenem gerecht wird, wo ich sehr, sehr lange mitgearbeitet habe. Es wird auch Österreich ein Trainerteam geben. Auch in diese Richtung ist gedacht worden, ein Input von einer anderen Welle, also der typisch ex-deutscher Trainer, den wir so hier engagiert haben, sondern aus der jüngeren Garde und aus dem, wo die Drangnetz-Tubels und so weiter noch kommen. Da ist auch etwas aufgebrochen worden und ich glaube, ein Input aus dieser Richtung kann uns nicht schaden. Das habe ich verstanden. Gibt es schon das Trainerteam offensichtlich? Also wer ist nicht vielleicht fest oder so? Also ich kann garantieren, dass Österreich nicht dabei sind. Okay. Sie sollen ja ein sehr schlechter Verlierer sein, wenn Sie selbst gesteigert werden. Besser geworden mit Aachen oder haben wir ziemlich am Anfang der letzten Saison haben wir ein bisschen verloren. Ja, aber das ist doch klar, ich meine, jeder gute Trainer ist ein dicker Figur. Also, wenn ich jetzt nicht sehe, wenn wir 2-1 verlieren hier, dann kann ich vielleicht sagen, okay, ich habe manchmal alles versucht, wir haben alles gegeben, wir haben auch gut gespielt, aber ich habe dann nicht so gepasst, aber trotzdem ärgere ich mich auch an der Niederlage. Und da haben sie eben World Wide Web nachgepostet. Gehe ich davon aus. Ja, und mein Vater kommt morgen zu Besuch aus Salzburg und muss immer fragen. Aber ich versuche da auch, mich weiterzuentwickeln.